I'm talking to Mr. Loris. What? I'm talking to Mr. Loris. What, Frankok? Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir haben wieder eine Trading-Abzocke dran. Eine Trading-Abzockerin und ein Trading-Abzocker. Ja, weil die Abzockerin, die kann kein Deutsch, also holt sie ihren Abzockerkumpel aus dem Callcenter von nebenan und naja, dann versucht der sein Glück. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem, ja, tollen Video. I'm sorry? What? Hallo? Yes, good day. How are you, sir? Hast du dich gewaschen? Ich kann nicht Deutsch sprechen. Warum denn nicht? Nicht. Warum rufst du denn hier an? Einen Moment, bitte. Aha. Hallo, hören Sie mich jetzt? Wer ist denn da? Ja, ich bin Thomas. Wir reden zusammen, ja? Ja, aber warum legst du immer auf? Wie bitte? Ja, ich lasse nur einen Moment, ich brauche nur einen Moment an die Toilette gehen, ich lasse meine Kollegen sprechen mit ihr. Aber das ist nur mein Kollege. Also da gibt mir das Viech noch ein anderes Viech, nur damit das Viech scheißen gehen kann, oder was? Ja, 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 ich lasse nur für eine Minute diese Pause mit mir arbeiten. Das ist ein Kollege, ich brauche eine Minute für gehen am Toilette und vor diese ich lasse. Ja, dann geh so lange kacken, ich warte. Wie? Ich sagte, dann geh so lange kacken, ich warte. Nur 10 Minuten. In 10 Minuten die Wolkensitzerin kommt. Oder wir können beginnen jetzt. Ich dachte, du musst kacken. Wie? Ich dachte, du musst kacken. Ja. Sie haben einen Computer dort. Ja, und hier haben wir wieder einen tollen Mitarbeiter, den wir gestern schon am Telefon hatten. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war auch wieder der letzte Mitarbeiter von den 3 Telefonaten, die wir gestern in dem Video hatten. War das wieder der schöne, nette, zuvorkommende Mitarbeiter, der überhaupt nichts verstanden hat und seine, wie war das nochmal? Seine, ja, weiß ich nicht, seine Vorgesitzerin wollte holen, genau. Und, ja, wo ist sie denn jetzt? Denn am Anfang war ja auch nicht die Vorgesetzerin dran und jetzt ist ja er wieder dran. Also, ich verstehe es nicht. Also, die versuchen es wirklich mit allen Mitteln, ihre Zeit irgendwie loszuwerden. Aber gut, denen gefallen tun wir den Callcentern ja gerne. Was mache ich damit? Wie haben Sie einen Computer? Wie können wir beginnen jetzt und machen die Registration über Bitcoin. Trading. Haben Sie einen Computer dort, ja? Wo denn? In Ihrem Büro oder in Ihrem Hause. Wo sind Sie? Auf der Toilette. Wie? Auf der Toilette. Internet? Ja. Wie alt sind Sie bitte, Herr Knusprig? 29. Wie? Knusprige 29 Jahre. 29? Ja. Und was machen Sie für eine Arbeit? Was ich beruflich mache, meinen Sie? Ja, für einen Beruf. Für einen Job. Da bin ich Tomatenwerfer. Okay, sehr gut. Und haben Sie Schule studiert? Ja, etwas studiert? Das ist ein studierter Beruf, ja. Man muss ja auch treffen. Ich verstehe schon. Und jetzt, Sie wissen, Sie wollen machen Investitionen und ein Geld verdienen, ja, das ist normal. Ja. Die ganze Welt jetzt arbeitet mit dieser. Ich auch vorher arbeite mal, ja, und jetzt habe 4 Jahre gewechselt, die Arbeit. Und jetzt, Herr Knusprig, wie man diese Registration und wie beginnt mit einer kleinen Summe. Hier funktioniert so. Wir machen die Registration mit einer kleinen Summe. Wir machen die erste Operation mit einer kleinen Summe auch. Und Sie schauen. Sie können schauen in Ihre Wallet. Wir öffnen ein Wallet für Sie. Sie öffnen diese Wallet. Und Sie schauen.
wie die Interesse geht hoch und wie funktioniert und sie schauen alles. Na, da wird man doch wieder durchweg super beraten von dieser tollen Firma. Tja, der gibt sich ja wirklich richtig Mühe und nimmt sich richtig viel Zeit für das, was er da tut. Was auch immer das werden soll. Tja, also der will mir jetzt erklären, dass ich mir jetzt hier ein Krypto-Wallet eröffnen soll. Aha. Und dann? Was passiert dann? Soll ich dem da vertrauen? Na, ich glaube ja wohl nicht. Also, ich verstehe es immer wieder nicht. Erstmal wollte er ja nicht selber wieder anrufen, sondern seine Gesitzerin oder wie auch immer er das gesagt hat, die wollte ja eigentlich anrufen oder sollte ja eigentlich anrufen. Jetzt ruft er selber an, beziehungsweise hat gar nicht selbst angerufen, sondern irgendeine englischsprachige Tante vorgeschickt, hat er ja aber auch im letzten Gespräch irgendwie nicht kapiert, dass ich mit jemandem sprechen wollte, der Deutsch ist. Hat er also eine englische Tante hergeschoben und nun warten wir immer noch auf die deutschsprachige Tante. Tja, ich weiß mal auch nicht, was die sich da so manchmal denken, aber gut, wahrscheinlich gar nicht, weil er versteht mich ja auch nicht, glaube ich. Die Operationen, wenn wir machen. Verstehen das? Haben Sie mich verstanden, Herr Knusprig? Was denn? Ich habe ihr gesagt, wir machen diese Registration und wir investieren eine kleine Summe. Zuerst. Sie öffnen ein Wallet. Verstehst, was ein Wallet ist? Ein Wallet ist ein Konto, wo Ihre Geld kann Operationen machen mit Ihrem Geld. Und nachher, Sie schauen, wie es geht, wie viel ihr verdienen ist, vielleicht manchmal 5%, manchmal 10%. In Wochenende zum Beispiel, es geht viel hoch, Sie können verdienen viel mehr. Aber wir machen diese zuerst nur mit kleinen Summen. Wenn Sie können schauen alles, Sie können verstanden alles und machen alles korrekt. Können Sie mir verstanden? Was? Können Sie mich verstanden oder nicht? Der Satz ergibt so keinen Sinn. Ist eine gute Möglichkeit für Sie, so können mehr Geld machen. Sie werden die Zeit haben, uns zu testen und wenn Ihnen gefällt, gehen wir dann weiter. Sie können mit einer kleinen Summe anfangen und alles mit dem Broker machen. Wir lassen Ihnen nicht allein. Die Konto ist Ihre, die Wallet ist Ihre. Aber die Operation wir machen mit dem Broker. Wissen Sie das? Was denn? Ja, wir machen die Registration. Welche? Diese für Bitcoin-Handel. Wie heißt denn Ihre Firma? Finanzkapital FX. Unsere Referenznummer ist 438697. Capital Market Strategy Ltd. Und was ist eine Referenznummer? Unsere Firma. Wie bitte? Was ist denn eine Referenznummer? Eine Steuernummer. Ach so. Am Berlin. Sie fragen für die Firma, ja? Und wo seid ihr reguliert? Wie? Und wer reguliert euch? Am Berlin. Also die BaFin? Berlin. Ja, nee, Berlin kann euch nicht regulieren. Berlin ist eine Stadt. Was ist regulieren? Noch einmal bitte? Ja, wer macht Regulation? Das ist Online-Firma. Wir machen online die Operationen. Ja, aber euch muss ja trotzdem jemand regulieren. Irgendwie ist das ja immer wieder beeindruckend. Die rufen bei einem an und wollen einem helfen. Bei was auch immer die einem helfen wollen. Und sobald man dann irgendwelche Fragen stellt, ne, also das sind ja angeblich, das ist ja mein Kontomanager, der müsste mir dann wohl helfen können. Und egal, was ihr da fragt, eigentlich kommt da nur Grütze bei raus. Tja, aber wir haben ja auch eigentlich schon im Gespräch gestern festgestellt, dass der kein Deutsch kann und überhaupt nicht so wirklich versteht, was ich von ihm will. Und wenn ich ihn frage, wer ihn reguliert, dann ja, in Berlin. Aha, schön. Also irgendwie scheint er überhaupt gar nicht zu begreifen, was ich von ihm will.
Ja, und so einer möchte von euch mindestens 250 Euro haben, um, naja, dann sich danach irgendwas Schönes zu kaufen. Ich weiß es nicht. Aber so läuft halt eben der Betrug ab. Und von daher passt auf jeden Fall immer schön auf, wenn euch solche, naja, Leute anrufen, die euch überhaupt nicht verstehen. Oder, naja, und wer ruft überhaupt bei euch an, um euch dann zu sagen, tada, hier bin ich, jetzt schenke ich euch Geld mit irgendwas, was auch immer, musst nur ein bisschen was einzahlen. In welche Richtung das dann nachher läuft, das ist, denke ich mal, tja, den allermeisten Leuten bewusst. Sollte es auf jeden Fall werden. Und daher teilt auf jeden Fall diese Inhalte immer schön. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr da so rüber denkt und ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Wir sind reguliert. Ich habe hier unsere Referenznummer gegeben. Nee, du hast mir die Steuernummer gegeben, hast du gesagt. Aber die Steuernummer reguliert euch nicht. Ja, diese war die Nummer, die Referenznummer. Sie fragen mir für unsere Firma, ja? Ich frage, wer eure Firma reguliert? Wer ist die Aufsichtsbehörde? Die Aufsichtsbehörde. Aufsichtsbehörde, ja. Ja, am Berlin, Österreich. In Deutschland, Ja, und welche Behörde reguliert euch? Wie heißt die Behörde? Nee, Kapitalmarktstrategie nein, LTD. nein, ich meine die Behörde, die euch reguliert, nicht eure Firma. Ich Welche Behörde reguliert eure Firma? Verbinde Sie mit der Vorgesitzenden. Ich habe ihr gesagt, in 20 Minuten sie kommt und jetzt sie hat gekommen. Ja. Sie hat gekommen, ja. Soll ich irgendwas abwischen? Hallo? Ja, Sie sind der Besitzerin? Ja, guten Tag. Ich bin die Tag. Vorbesitzerin, nicht die Besitzerin. Aber der Mann hat gesagt, Sie sind die Besitzerin. Nein, nein, ich bin die Vorbesitzerin, hat der Mann gesagt, nicht die Besitzerin. Ach, dann sind Sie nur die Vorbesitzerin. Ja, Ach genau. so, also mit einem Wort mehr ist man denn was anderes, okay. Und welche Firma reguliert euch bei jetzt der Frage? Lassen Sie mich jetzt etwas mich vorzustellen. Erstmal. Mein Name ist Emma Smith, und ich rufe Sie jetzt von einer Tradingsfirma, die Finanzkapital FX heißt. Und wir sind reguliert auch beim FCA-Register. Sie Also, rufen Kunden nicht umsonst oder nicht, damit wir eine Firma, die ist nicht in der Lage, mit unseren Kunden zu sprechen oder mit unseren Kunden alle Dokumentieren zu senden. was heißt denn FCA? FCA ist die größte Register, die alle die Firmen, die machen mit diesem Bereich arbeiten, sind lizenzierten dort. Und was heißt FCA in Worten? FCA ist Finanzkontoregister. Ach so. Genau. Hm, okay. Ja, und was hat Ihnen meine Kollegen gesagt? Ja, weiß ich nicht, nicht viel, weil da kam nur, weiß ich nicht, sinnloses Zeug die ganze Zeit. Ja, bitte? Vor allem ist ja immer ganz niedlich, die sagen ja immer FCA. Damit meinen die FCR, also das englische R. Ja, also dann kann man die ja auch nicht finden und denkt jedes Mal bei FCA an Fußballclub Augsburg. Kein Wunder, dass man die nicht googeln kann, wenn die einfach nicht vernünftig sprechen können. Oh Mann, tja. Aber die hat es ja zumindest mal richtig ausgesprochen. Also, nachdem man nochmal nachgefragt hat. Ja, das A kommt von Register und nicht von A, sondern von R. Also, naja, dann haben wir es jetzt auch mal geklärt. Ja. Ja, und Sie haben schon Interesse an unserer Firma gezeigt. So hat der Kollege gesagt, ja. Hat der Kollegin gesagt. Ob mein Kollegin gesagt hat, das ist sicher, wie es so passiert ist. Weil wir rufen Kunden nicht umsonst, damit wir haben hier eine Nummer oder einen verschiedenen Namen von uns, von verschiedenen Kunden von uns, und rufen diese Kunden an. Aber wir rufen diese Kunden mit einem Ziel an. Ja, Geld Und das verdienen. Ziel ist so wichtig für uns. Ja, welches Ziel ist es denn? Das ist ein Ziel, die hier uns ein neue Kunden zu bringen und neue Kunden unsere Erfahrung zu sammeln. Also. Damit wir können hier Ihnen als ein neuer Kunden haben, damit wir können zusammentreten und arbeiten. Also Geld verdienen. Na, natürlich. Aber die wichtigste ist, damit ich, dass wir verdienen nicht Geld von Ihrem Geld, wir verdienen von der Börse. Aber warum brauchen Sie denn mein Geld dafür?
Nein, ich brauche kein Geld von Sie. Ich brauche Sie als ein Kunde hier mit unserer Firma anmelden. Ich brauche kein Geld von Ihnen. Ihr Geld steht immer noch in Ihr Konto, wenn Sie dieses Konto hier aktivieren. Und womit verdienen Sie dann Geld? Bitte? Und womit verdienen Sie dann Geld, wenn Sie von Ihren Kunden kein Geld nehmen? Von der Börse, habe ich Ihnen gesagt. Ja, zum Beispiel, wenn Sie mit uns dieses Konto aktivieren und zusammen werden wir verschiedene Operationen bei der Börse öffnen. Von den Operationen, die ich mit Sie öffne, verdiene ich meinen Lohn. Mhm. Sehr interessant. Und das natürlich ist interessant. Wenn ich Ihnen fragen darf, Herr, an was haben Sie eigentlich Interesse gezeigt? Was haben Sie geschaut im Internet oder was? Was ist von Ihnen interessant mit dieser Arbeit? Ja, weiß ich nicht. Ist ja schon ganz lange her, wo ich da geguckt habe. Lange her? Seit wann, wenn ich Ihnen fragen darf? Ja, weiß ich nicht. Steht da bei euch vielleicht. Verstehe ich. Und was haben Sie eigentlich gesehen oder? Was denn? Was haben Sie gesehen? Sie haben schon diese Anmeldung gemacht, weil wir schicken überall im Internet verschiedene Bewerbungen, verschiedene Videos, damit man sehen kann, oder verschiedene Artikel. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, keine Sorge, kein Problem. Also, wenn ich Ihnen fragen darf, haben Sie schon Erfahrung früher gemacht? Womit? Mit diesem Bereich, mit Online-Trading, meine ich. Also jemanden treten? Mit Online-Trading, nicht jemand zu treten. Ach so, Genau. Ne, glaub nicht. Glauben Sie nicht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, aber Sie erinnern bestimmt, oder? Was? Sie erinnern sich bestimmt. An was? An diese Bewerbung, die Sie Ihre persönlichen Daten ausgefüllt haben. Nee, habe ich ja dem Kollegen schon gesagt. Aber ich weiß es nicht, was haben Sie mit meinen Kollegen gesprochen, deswegen frage ich Ihnen jetzt. Ja, weiß ich nicht. Sie wissen nichts, oder? Nee. Der hat angerufen und hat irgendwas erzählt und ich habe gesagt, ich verstehe den nicht. Und dann hat der gesagt, ich hole meine Schäferin und dann habe ich gesagt, ja, dann hol die mal. Und dann hat er 20 Minuten irgendeinen Quatsch erzählt und das habe ich nicht verstanden, so lange war ich auf Toilette. Und jetzt ist die Schäferin dran. Aber das ist kein Quatsch, erstmal, Herr. Weil hier haben Sie schon selbst diese Interesse gezeigt und habe ich Ihnen nicht gesagt, bitte Herr, füllen Sie diese Daten ein und melden Sie sich bei unserer Firma. Entschuldigung, aber das haben Sie selbst gemacht, okay? Diese Interesse haben Sie selbst geschaut und diese Anmeldung haben Sie selbst gemacht. Ach so. Ja, so. So ist. Weil umsonst werden wir Ihnen nicht anrufen. Ach so. Ja. Interessant. Sehr interessant, natürlich. Mhm. Können wir die Aktivierung machen, oder? Aber ich habe noch nicht verstanden, wofür. Okay, aber das habe ich mehrmals gesagt, für Online-Trading. Ja, aber ich habe nicht verstanden, wofür, was ich davon wofür, dann habe. Wofür, dafür, was meinen Sie mit diesen Worten, die Sie sagen jetzt? Sie sind ein bisschen verwirrt. Können Sie mich verstehen, oder? Schwer. Bitte? Sehr schwer, Ihr Deutsch ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch, natürlich, weil die Deutsch ist insgesamt komisch. Ja, das stimmt. Ja, man lebt und lernt alle die verschiedenen Sprachen, alle die fremden Sprachen. Und Deutsch ist die komischste von alle die fremden Sprachen. Das ist wohl wahr. Ja, voll wahr. Ich werde meine Zeit nicht mit Sie verlieren, Herr Lois. Und tschüss. Für diese Anmeldung, die Sie gemacht haben, ich werde eine Anzeige bei der Polizei machen, weil Sie lügen und Sie lachen mit uns und wieso, das ich ist hab nicht doch seriös gar nicht für unsere Firma. Okay, tschüss.
Du bist aber nicht nett. Ja, man kennt's nicht anders. Wenn sie dann nicht weiter wissen und ja, den sehen, dass sie nichts mehr verdienen an einem, dann ist das Gespräch relativ schnell erledigt. Denn naja, es geht ja nicht darum, euch irgendwie zu beraten, um euch zu helfen und ja, euch was Gutes zu tun. Nee, wir sind hier schließlich bei irgendeiner Abzockerfirma gelandet. Die wollen nicht euch helfen. Die wollen nichts Gutes für euch. Die wollen eure Kohle. Mehr nicht. Und naja, wenn man mal fragt, was man davon hat und ja, wenn ich sage, ich hab's nicht verstanden, dann ist man gleich irgendwie raus bei denen und die haben keine Lust mehr, sich mit euch weiter zu unterhalten. Dann ist das unseriös und naja, dann will sie mich halt anzeigen. Ist in Ordnung, soll sie es tun. Ich wüsste nicht warum, aber naja. Tja, scheinbar zeigen die gerne alle ihre Kunden an, die nicht bei denen einsteigen wollen. Ich weiß es nicht. Tja, auf die Anzeige warte ich allerdings bis heute noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr kennt das mit dem Abo-Button, wenn der noch rot ist, dann drückt da einmal drauf, dass der grau wird. Ansonsten ist die Position des Schalters da falsch. Ne? Also der muss grau leuchten, also nicht mehr leuchten. Wenn der rot leuchtet, dann ist das quasi, ne, ihr müsst da einmal drauf drücken. Ne? Rote Knöpfe muss man ja immer drücken. Ja, ansonsten, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen anderen Videos. Wer möchte, kann unten die Kommentare noch ein bisschen zuspammen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.